Der Gospel Award 2004. Durch den Abend führt sie unser Moderator Wolfram Kohns. Ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren, hier im Ruhrkongress in Bochum. Schönen guten Abend zu Hause und willkommen zum Gospel Award 2004, meine Damen und Herren. Das ist hier in dieser Ruhrkongresshalle in Bochum eine Begeisterung. Da kann sich drüben der VfL Bochum, der spielt hier 1000 Meter entfernt, mächtig eine Schneibe von abschneiden. Ich freue mich, dass wir hier sind. Wenn Sie sich fragen, Gospel 2004, wir hatten den 2003 und 2002 gewonnen. Ich sag's Ihnen, kein Mensch. Denn dies ist der erste Gospel Award und wir freuen uns, dass Sie nachher sagen können, ich bin dabei gewesen, meine Damen und Herren. Der Gospel Award bringt Ihnen zu Hause Musik ein bisschen näher, die ich persönlich sehr, sehr liebe. Hier im Saal sind ganz viele Menschen, die selbst Gospel singen. Wer singt hier Gospel von Ihnen, meine Damen und Herren? Sie erleben also vielleicht heute Abend noch den heute größten Gospelchor der Welt. Wir erwarten heute Abend hier auf der Bühne in Bochum 6 Kandidaten. Das sind Einzelinterpreten, das sind Chöre und die wollen alle eins. Das hier, den Gospel Award 2004. Steht er. Vielen Dank, Marianne. Das ist also die Trophäe. Von einem österreichischen Künstler ist diese Trophäe geschaffen worden. Ganz neu. In der Mitte dieser Weltkugel ist ein Kreuz. Das kann man auch ein bisschen bewegen, damit man sieht, wie das Kreuz auch mit dem christlichen Glauben die Welt bewegt. Die Initiative Gospel macht diesen Abend heute möglich. Und wir freuen uns, dass wir zu Gast sind auf dem Gospel-Kirchentag, von dem aus wir heute Abend hier senden. Ich verspreche Ihnen etwas kalten Zeiten gelegentlich heute, dass es Ihnen allen sehr, sehr warm ums Herz werden wird. Ich verspreche Ihnen Gänsehaut auf dem Ohrläppchen. Und ich verspreche Ihnen Kandidaten, Künstler, die selbst heute Abend den größten Auftritt ihres Lebens bisher hatten. Wir hatten jede Menge Bewerbungen. Hunderte sind eingegangen, die sich beworben haben. Wir haben eine Jury, stellen wir Ihnen nachher vor. Die hat 6 dann ausgewählt. Die jüngste Bewerberin war übrigens ganze 6 Jahre alt. Und eine, die jetzt kommt, die ist im Musikgeschäft, seit sie 10 ist. Sie hat den afrikanischen Grammy gewonnen. Jetzt ist sie erst 22 und wir freuen uns, dass sie den heutigen Abend musikalisch eröffnet. Freuen Sie sich auf Natalie Makoma. Came into my life. I got this feeling.
Koma, vielen Dank. Im Kongo geboren, lebt jetzt in den Niederlanden. Nathalie Makoma, eine richtig tolle Stimme. Jetzt kommen sechs Herrschaften, bei denen müssen Sie sich nachher beschweren, wenn Sie sagen, was haben die denn da ausgewählt? Denn die, die jetzt kommen, sind dafür verantwortlich, dass aus den mehreren hundert Bewerbungen insgesamt sechs Formationen ausgewählt wurden. Und es wäre schön, wenn Sie die Jury begrüßen würden mit einem Applaus, den Sie wirklich verdient haben. Die waren tagelang bei RTL, da haben wir gesichtet, da haben wir gehört, da wurde heftig diskutiert. Und die, die jetzt kommen, sind dafür verantwortlich, was Sie heute Abend hier hören werden. Begrüßen Sie bitte unsere Jury des Gospel Awards 2004. Matthias Nagel. Kirchenmusikdirektor der Evangelischen Kirche von Westfalen. Klaus Deppter, Redakteur bei Hitradio FFH und Vertreter der Katholischen Kirche. Mola Adebisi, Moderator, Schauspieler und Musiker. Die Schauspielerin Susanne Uhlen. Die Gospelsängerin und Gesangscoach bei Deutschland sucht den Superstar Deborah Woodson. Und den Musikproduzenten und Komponisten 50 Gold- und Platin-Schallplatten hat er schon gemacht. Hier ist Dieter Falk. Das ist unsere Jury. Und nun werden sich viele fragen, Susanne Uhlen kenne ich. Die ist natürlich mit Preisen wohl vertraut. Hat schon angefangen als Nachwuchsschauspielerin, damals mit einem Bambi. Aber was hat die mit Gospel zu tun, Susanne Uhlen? Was ist Ihre persönliche Einstellung zum Thema Gospel? Wo ist die Verbindung? Ich bin quasi mit Gospel aufgewachsen. Mahalia Jackson wurde bei uns ständig gespielt zu Hause. Deswegen war das also für mich was ganz Selbstverständliches. Ich habe es immer geliebt, obwohl es damals noch sehr exotisch war. Sie haben auch gleich die Rolle einer Patin hier, denn jeder von denen hier in der Jury wird nachher für eine Gruppe oder für einen Interpreten als Paten auftreten. Mola Adebisi auch. Da werden sich viele fragen, kennen wir vor allen Dingen natürlich noch aus den ganz großen Viva-Zeiten. Da habt ihr Gospel nicht unbedingt in der Heavy Rotation gespielt. Aber es gibt trotzdem eine Leidenschaft für Gospel bei dir. Ja, es ist tatsächlich wahr. Meine Mutter ist Gospelsängerin. Also ich bin als kleines Kind schon mit Gospel aufgewachsen. Ich habe auch gar keine Beziehung dazu, weil es einfach Teil meines Lebens ist, Gospelmusik. Von daher ist für mich was ganz Natürliches. Mola Adebisi und die Jury, nehmt bitte Platz. Denn jetzt geht's ins Eingemachte, meine Damen und Herren. Jetzt beginnen wir mit dem Wettbewerb. Sie zu Hause können miterleben, wie hier in Bochum im Saal Geschichte für den Deutschen Gospel Award geschrieben wird. Denn Sie hier im Saal werden entscheiden, wer heute Abend den Gospel Award 2004 mit nach Hause nehmen kann. Sie hier im Saal haben alle hoffentlich Ihr Handy dabei, denn dann können Sie gleich abstimmen, wer heute Abend hier gewinnen wird. Das erzähle ich Ihnen aber alles später noch mal ganz in Ruhe. Jetzt ist wichtig, dass wir den ersten Kandidaten hören. Und hier ist His Voice. Musik.
Ich habe Ihnen versprochen, dass jeder, der hier oben steht, nicht ganz alleine kommen muss. Denn das ist aufregend, das ist vielleicht bisher der größte Auftritt der Musiker, die hier oben stehen. Deswegen gibt es immer einen Paten, der ein bisschen mithilft. Und wir freuen uns, dass wir am Anfang immer eine Laudatio hören werden und werden begründen, warum denn gerade dieser Titel jetzt zu hören sein wird. Und ich freue mich auf Matthias Nagel mit seiner Laudatio für His Voice. Bitteschön. Vielen Dank. Ja, ich habe die Ehre und die Freude, den Chor His Voice ankündigen zu dürfen. Wir hören jetzt eine Gospelnummer, die ist so lebendig, lebendiger geht es eigentlich nicht. Die ist so funky, funkiger geht es meiner Meinung nach nicht. Die ist so modern, Modern Gospel nennt man diesen Stil ja, viel moderner geht es nicht. Begleitet wird der Chor von der Band Ocean Drive und ich finde, grooviger geht es nicht. Und das war nicht abgesprochen. His Voice wird jetzt singen und ich bin sicher, dass His Voice sehr gespannt zuhören wird. Vielen Dank, euch drücke ich die Daumen. Wir freuen uns also auf His Voice, Ihre Stimmen, seine Stimme gleich Ihre Stimmen. Hier ist His Voice aus Viersen und Hosanna.
Erstmal ganz tief durchatmen, glaube ich. Das ist Verena Kempkes, meine Damen und Herren, die His Voice leitet. Das ist nicht nur große Musik, das ist auch richtig großer Sport bei Ihnen. Kann das sein? Ja, das gehört ein bisschen dazu, dass man so das ausdrückt, was man singt. Und da gehört ein bisschen Power zu und ein bisschen Tanz. Ein bisschen ist bei Ihnen ein bisschen untertrieben. Das war jede Menge Power, jede Menge Tanz. Verena, Sie haben heute die Aufgabe gehabt, das Ding zu eröffnen hier, die Startnummer 1. War das ein besonderer Druck oder sagen Sie Gott sei Dank, wir haben es schon mal hinter uns? Weder noch. Wir freuen uns riesig, hier zu sein. Und es ist total klasse, dass wir anfangen konnten und Sie und euch alle mitnehmen konnten, so in die Welt des Gospel und in die Welt des Mitmachens. Ihr wisst alle, dass ja Gospelmusik ganz viel mit Mitmachen auch zu tun hat und nicht nur einfach mit Zuhören und sich zurücklehnen. Und das fanden wir ganz klasse, dass wir das hier, dass wir die Chance hatten, als Opener sozusagen zu fungieren. Ich glaube nicht nur, ich fand euch ganz, ganz klasse. Vielen Dank, meine Damen und Herren. His Voice. So, und Sie merken es, es wird schon ein bisschen kleiner hier von der Inszenierung, denn wir kommen jetzt zum ersten Einzelinterpreten des heutigen Abends. Und das wird ein Titel, wird ein bisschen leiser sein, wird Ihnen aber, glaube ich, direkt ins Herz gehen. Begrüßen Sie Betty Heller, meine Damen und Herren. Und die Laudatio für Betty Heller hat Klaus Depter. Betty Heller sagt über sich selbst, singen ist mein Gebet. Ich singe für ein Publikum, das Wert darauf legt, dass Musik eine Seele besitzt. Lean on Me, das ist der Titel, den sie jetzt gleich singen wird, ist ein Song voller Seele. Die Aufforderung, lehne dich an mich, beinhaltet auch ein Versprechen, nämlich das Versprechen, ich bin für dich da, ich gebe dir Kraft, ich gebe dir Halt. Ein Versprechen von Mensch zu Mensch, aber auch ein Versprechen von Gott an die Menschen. Ein Versprechen, das ganz viel Zuversicht gibt. Betty Heller. Wir freuen uns auf diese Künstlerin. Die hatte es nicht weit nach Bochum. Ich glaube, die musste nur 2 Autobahnausfahrten weiterfahren. Sie kommt aus Gelsenkirchen und der Weg in ihr Herz wird, glaube ich, auch ein ganz, ganz schneller sein. Betty Heller, die Nummer 2 beim Gospel Award 2004 mit Lean on Me.
Betty Heller, Lean on Me. Dankeschön. Durchatmen. Da möchte man sagen, sing nie schneller, Betty Heller. Wie fühlen wir uns jetzt so danach, nach diesem Auftritt? Ja, ich glaube, ich habe die Leute erreicht. Das war's. Das braucht ich. Danke. Betty Heller, seit sie 17 ist, singt sie. Jetzt leiten sie auch hier in der Nähe ein Meditationszentrum. Ja, ist das etwas, was sich so ein bisschen spirituell ergänzt, das Meditationszentrum vollkommen. Und die Gospelmusik? Ja. Das mache ich jetzt 3 Jahre und der Gospel ist wirklich oder hat wirklich bei mir Einzug erhalten, seit ich tief in der Meditation bin und mit ihm spreche. Ich glaube, er hat ein bisschen was gehört davon. Ja. Vielen Dank, Betty Danke. Heller, Lean on Me mit der Startnummer 2. Dankeschön, Betty. Und wir werden wieder ein bisschen größer mit der Startnummer 3 mit dem White Gospel Movement Project aus Kulmbach. Und für diese Truppe haben wir einen ganz besonderen Laudator. Wir freuen uns auf Mola Adebisi. Es war ziemlich schwierig, in der Jury zu sein. Es waren sehr, sehr viele Leute da und die Finalisten waren alle gut und man muss ja neutral bleiben. Aber es gab natürlich eine Band, die mir ganz besonders einen Chor, der mir am Herzen gelegen hat, die waren irgendwie jung und die haben ein Spiritual gesungen und haben Altes und Neues verbunden und das hat mich berührt. Und ich glaube, das ist die Vision der Kirche, dass Altes und Neues sich verbindet zu etwas Neuem. Und das werden wir jetzt hören, White Gospel Movement. Mola, bei dir wissen wir, dass du natürlich sehr, sehr erfolgreich moderierst, aber ich glaube, mit 16 hast du selbst auch schon deine erste Platte aufgenommen. Ja, habe ich.
Und die kleine Überraschung ist, die spielen wir jetzt mal schnell ein. Nein, war nur ein Scherz. war nur ein kleiner Scherz. Wir hören jetzt deine Lieblingstruppe aus Kulmbach, die du ausgesucht hast. Und wer Mola erlebt hat in der Jury, weiß, dass es für ihn schwer war, überhaupt aus den vielen Bewerbungen was auszusuchen. Aber hinter denen stehst du mit vollem Herzen. Mola Adebisi hat diese Gruppe für sie ganz besonders unterstützt. Wir freuen uns auf Joshua Fit the Battle of Jericho. Singers, true bell ringers. I'm staying aside, kicking like this. Check it out. People, who that is? It's not an imposter or my leader. Cracking up the decibels, driving up the leader, making cracks in the walls. Yeah. Tell me, can you see the people don't stop? Marching and marching till they bow. Drop, God said, don't stop. Yeah, then you know the story. People shout glory, hallelujah. All walking on the walls till they fall. White Gospel Movement Project aus Kulmbach. Joshua Fit the Battle of Jericho. Auch diese Truppe hat einen Leiter. Begrüßen Sie ganz herzlich den Chef der Truppe, Oliver Baum. Komm mal schnell zu uns, Oliver. Ein Mann wie ein Baum. Zufrieden mit dem Auftritt? Ja, schon. Ja, schon. Ihr seid normalerweise mehr so in Bayern unterwegs. Ist schon fast eine Auslandstournee für euch heute hier in Bochum, oder? Ja, eher in Oberfranken, genau genommen. Wart ihr überrascht, als ihr gehört habt, ihr seid dabei hier in der Endrunde bei den letzten sechs? Ja, definitiv. Wir hätten nie damit gerechnet, hier überhaupt eben antreten zu dürfen. Weil das haben wir eigentlich, dass wir uns hier beworben haben, das haben wir eigentlich mehr aus Spaß gemacht. Den sollt ihr dabei auch behalten. Auch Superman ist dabei, haben wir gesehen.
Gefällt uns sehr, sehr gut. Normalerweise ist diese Truppe deutlich größer. Es hat normalerweise um die 50 Leute. Jetzt sind wir mit 17 Mann, glaube ich, hier. 17 Mann und Frau, Entschuldigung. Und hast du gesagt, du darfst mit, du musst zu Hause bleiben? Gibt es zu Hause Prügel? Gibt es Watschen, wenn es daheim kommt nach Kulmbach? Ja, ich glaube, so krass war es nicht. Also im Prinzip hat die Kerstin Weber, unsere Hauptamtliche, eben ein paar Leute ausgewählt. Und das hing natürlich auch damit zusammen, dass manche während der Urlaubszeit jetzt überhaupt keine Zeit hatten, überhaupt mitfahren zu können. Also schön, dass ihr es geschafft habt, Oliver Baum und seine Truppe. Ich habe ein gutes Gefühl. Oliver, vielen Dank. Nehmt alles wieder mit. The White Gospel Movement Project, vielen Dank an euch. Nun weiß ich ja, dass hier im Saal nur Gospel-Experten sind. Sie leben Gospel, sie atmen Gospel. Aber es gibt ein paar zu Hause, die legen vielleicht nicht jeden Morgen als allererstes eine Gospel-CD auf. Und gerade Ihnen wollen wir vielleicht ein bisschen was erklären über den Bereich Gospel, über die Musik Gospel, über das Entstehen von Gospel. Vielleicht können Sie hier im Saal aber auch noch was lernen, denn so erklärt haben Sie das garantiert auch noch nie bekommen. Ich kann Ihnen nur eins sagen, der Mann, der jetzt kommt, ist dem Herrn da oben immer ein Stückchen näher. Warum werden Sie gleich sehen? Der Mann auf der Leiter, er erklärt Ihnen die Geschichte des Gospel. Begrüßen Sie Carsten Feist als Otto Maat. Die Entwicklungsstufen des Gospel. Im Jahre Null schuf Gott Himmel und Gospel. 1500 vor Christus, das Volk Israel versklavt in Ägypten. 7 Plagen, unter anderem Frösche, Heuschrecken, Popmusik und so weiter. Und dann der historische Moment am 14.01.1446 vor Christus, Nachmittag 16.15 Uhr. Nur ungefähr. Israel am Schilfmeer. Das Meer teilt sich, die Israeliten freuen sich und dann, das ist interessant, weil das steht nicht in der Bibel, aber ich weiß das. Da haben die vor lauter Freude zum ersten Mal Gospel gesungen. Das Meer dachte sich, das klappte noch nicht so gut, dachte sich, eieiei, entspannte sich wieder und die Ägypter mussten das ausbaden. 1390 vor Christus, Jericho. Gospel goes brass. Bahnbrechend, sage ich Ihnen. Die Einwohner von Jericho waren überwältigt. Joshua, it's the battle of Jericho. Kennt man heute noch. Dann 1000 vor Christus. Israel sucht den Superstar mit Davids Gospelpsalm 150 auf dem ersten Platz. Diese Geschichte wiederholte sich. Ein anderes Volk, auch unterdrückt, in Amerika. Leibeigene, farbige Menschen stöhnen und schuften auf den Baumwollfeldern und Zuckerrohrplantagen. Und dann, die Welt steht Kopf. Die Sklaven, ja, die Sklaven fangen an zu singen und zu tanzen. Und das, besonders erstaunlich, wegen der Religion ihrer Peiniger. Sie schöpfen Hoffnung aus dem Glauben von ihren Sklavenhaltern. Diese Lieder, die sie dann singen, drücken ihre Probleme und ihre neue Hoffnung aus. Und sie nennen sie dann nach dem Inhalt, was sie da singen, Gospel eben. Gospel ist die Musik der Unterdrückten. Manchmal möchte ich auch Gospel singen. Wenn ich zum Beispiel an Hartz IV denke. Obwohl der Clemens Wolfgang singt bestimmt auch den ganzen Tag heimlich Gospel. Unter so einem Druck, wie der steht. Jedenfalls bringt Gospel uns höher, dem Himmel näher. Er hebt uns so hoch hinaus, kommen wir wahrscheinlich nie wieder.
wie mit Gospel, wie wir auf dieser Erde. Höher geht nicht. Deswegen sage ich Ihnen, wir brauchen mehr Gospel. Wir brauchen mehr Gospel, weil Gospel heißt ja, das wissen wir ja alle, übersetzte Evangelium, gute Nachricht. Und die gute Nachricht von Jesus ist, wenn wir unsere Fehler erkennen, das ist ein Riesenschritt, dann können wir Gott um Vergebung bitten und damit wechseln wir quasi die Seite und können mit Gott auf unserer Seite weitergehen. Jesus hilft uns dann, das nennt man Buße, hilft uns dann, unser Leben in Ordnung zu bringen, damit wir nicht in alte Muster zurückfallen, sondern, wenn das passiert, dann können wir entweder aus eigener Kraft weiterkämpfen und das ist, wenn das überhaupt funktioniert, ist das tierisch anstrengend. Ja! Und wenn es klappt, finden wir uns trotzdem auf einmal auf der falschen Seite wieder. Da ist es besser, wir besinnen uns. Die gute Nachricht, ein Neuanfang ist möglich. Und dann kommen wir in die Freude der Erlösung. Und die teilen wir am besten, weil Glaube lebt sich am besten in Gemeinschaft mit anderen. Jetzt brauche ich einen Freiwilligen. Haben wir jemanden? Komm schnell. Ja, einen Applaus für meinen. Ja, komm hier rum. Super. Hallo. So, komm mal hier rauf, ich helfe dir. Ich darf doch dir zu Ihnen sagen. Okay, sehr gut. Stopp. Ja, okay. So, jetzt immer nach vorne lächeln. Okay. Und jetzt wie in dem Lied. Lean on me when you're not strong. Okay, nach hinten auf meine Schultern absetzen. Sehr gut. So, wie heißt du nochmal? Silke. Silke, okay. Silke, du kannst dich noch an meinen Haaren festhalten. Silke, wir zwei wagen jetzt einen Glaubensschritt. Und dann kannst du den Gospel noch viel besser verstehen danach, okay? Das Leid, den Schmerz. Und ganz wichtig, die Hoffnung. Was meinst du? Wenn du dich jetzt gut da festhältst, wir machen diesen Glaubensschritt zusammen. Das funktioniert. Wir stehen zusammen im Glauben dort oben. Dann bricht hier bestimmt ein himmlischer Applaus aus für uns zum Abschied. Okay? Bereit? Go Gospel! When you're not strong, and I'll be your la, 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 la. Als Gott den Menschen erschuf, war er schon ein bisschen müde. Das erklärt manches, hat Mark Twain mal gesagt. Ich glaube, Sie zu Hause sind hoffentlich noch nicht müde. Und ich weiß, hier im Saal ist noch keiner müde, denn wir kommen in die zweite Hälfte des Gospel Awards 2004. Noch drei Kandidaten, noch drei Ensembles warten darauf, von Ihnen begutachtet zu werden, denn wir suchen den ersten Preisträger eines deutschen Gospel Awards, dieses Preises, der hier vorne sich für Sie dreht. Das ist er, der Gospel Award 2004. Und wir freuen uns jetzt auf eine Truppe aus München. Hier sind die Gospel Messengers aus München. Sie hat selbst lange in München gelebt, in Berlin gelebt, jetzt lebt sie seit einigen Jahren in Köln und sie hat gesagt, diese Truppe, die ist der Hammer. Für die lege ich mich ins Zeug, die Laudatio
für diese Gruppe von Susanne Uhlen. Meine Damen und Herren, die Schützlinge des heutigen Abends, die ich hier zu betreuen habe, sind auch gleichzeitig meine absoluten Favoriten. Es sind vier fantastische Musiker und Sänger, die ursprünglich aus Amerika kommen, jetzt hier in Deutschland leben und die Art von Gospelmusik repräsentieren, die ich besonders mag. Ich liebe Gospel, der ursprünglich ist, der temperamentvoll ist, voller Inbrunst und schwarz. Für mich ist es eine große Ehre, meine Damen und Herren, freuen Sie sich mit mir auf die Gospel Messengers. And we come to praise him. Yeah.
The Gospel Messengers. Praise him. Da steht ein Preis. Vielleicht wird er euch heute Abend schon gehören. Michael Flanagan möchte ich Ihnen kurz vorstellen. Michael Flanagan hat diesen Titel auch komponiert. Aber wie viel ist von dem, was ihr präsentiert, wirklich auch selbst komponiert? Alles. Das ist viel. Manchmal zwei Lieder. Was ist eure Erwartung an diesen heutigen Abend? Seid ihr hingekommen, weil ihr gesagt habt, okay, wir sind natürlich auch diejenigen, die so ein bisschen aus dem Ursprungsland des Gospel sehr viel mehr Energie mitbringen können. Wir haben ja eine Favoritenrolle? Nö. Wir haben einfach gesagt, hier ist ein Fest und wir möchten einfach teilnehmen. Und ich glaube, das ist hier auch angekommen. Michael Flanagan und die Gospel Messengers. Vielen Dank. Und das ist... Thank you so much. Das ist der vierte Beitrag gewesen. Vier von sechs haben wir schon gehört beim Gospel Award 2004. Jetzt wollen wir noch eine Künstlerin hören, die Ihnen sicherlich auch ganz, ganz schnell, ganz vertraut und sehr sympathisch vorkommen wird. Freuen Sie sich auf unsere Kandidatin Nummer 5, auf Felicia Taylor. Hallo Felicia. Schon mal ganz, ganz in Ruhe vertraut machen mit diesem Mikrofon, denn die große Bühne jetzt wieder für eine Künstlerin alleine. Aber vorstellen wird Ihnen Felicia Taylor eine Frau, die hat mit 3 Jahren zum ersten Mal Gospel gesungen. Ich selbst habe sie mal erlebt auf einem Schiff, da hätte man die Schiffsmotoren ausstellen können. Der Dampfer wäre volle Kanne alleine weitergefahren von der Kraft ihrer Stimme. Für mich ist sie so etwas wie Miss Gospel in Deutschland. Deborah Woodson, meine Damen und Herren. Danke schön. Guten Abend. Felicia Taylor. Felicia kommt aus Barbados und sie hat eine wunderschöne Stimme mitgebracht. Sie singt in dem Stil von Mahalia Jackson und mit sehr viel Gefühl. Sie singt heute Abend ein eigenes Lied und es passt genau zu ihrer Stimme. Meine Damen und Herren, Felicia Taylor. Feiern Sie sie mit Celebration! Oh, the glory of a world celebration. Come and lift up your head. Make a vow to unite every nation, every man, every woman, and every child. 'Cause we are the world, each a part of each other, with the trees and the high skies, the glory of living, the act of forgiving, together will light up our eyes. Lord, I believe for a new into your nation, be the one that we understand. For you are the world, you're the lead and the maker, the reason for living. I follow your word is
It's all that I'm saying. You're into the core of my life. You see, 'cause we are the world, each a part of each other. We're the trees and the seas and the high skies. The glory of living, the act of forgiving. Together we'll light up our eyes. Sing this song for a world celebration. Come, come and lift up your Felicia Taylor. War nicht so schlimm, oder? Das war sehr, sehr schön. Wir sind fast unter uns. Wir sind doch fast unter uns hier. Wir sollten ganz kurz darüber sprechen. Auch dieser Titel, wir haben es von Deborah gehört, was selbstgeschriebenes. Wie lange braucht man an so einer Nummer? Wie lange haben Sie daran gearbeitet? Sie will mir gar nicht glauben, aber es ist gar nicht so lange gedauert, weil ich habe an diesem Lied from Africa, Kumbaya, das heißt Come By Here, und von diesem Lied, Kumbaya, habe ich mich inspiriert lassen, um dieses Lied Celebration zu schreiben. Es geht an unsere Welt, meine Damen und Herren. Celebration. Felicia Taylor. Felicia, alles Gute. Drücken Sie doch. Dankeschön, Felicia Taylor. So, und jetzt machen wir die Bühne nochmal so richtig voll. Jetzt will ich sie in diesem Saal noch mal so richtig miterleben, denn jetzt kommt die bisher größte Truppe und die kommen aus Hamburg. Das ist eine, ach schauen Sie selbst, das ist eine Truppe, da geht's noch mal richtig zur Sache. Freuen Sie sich auf unseren Kandidaten Nummer 6. Aus Hamburg kommt der Groovechor. Und die Laudatio für den Groovechor, Dieter Falk. Meine Damen und Herren, schauen Sie sich diese jungen Leute an. Die sind extrem ansteckend. Extrem ansteckend. Mit ihrem Rhythmusgefühl, mit ihrer unglaublichen Dynamik. Ich höre berufsmäßig sehr viel Musik, aber sowas habe ich seit ganz langer Zeit nicht mehr gehört. Unglaublich dynamisch, charismatischer Chorleiter am Flügel. Und dann sagt man noch, unterkühlt aus dem hohen Norden, aus Hamburg, der Groovechor. So, ihr seid komplett. Alle an Bord. Alle da. Und das ist der 6. Teilnehmer am Gospel Award 2004. Hören Sie noch mal ganz genau hin. Der Groovechor aus Hamburg und Revelation. Time.
Nation is he. Whoa, I'm so glad, so glad. This revelation is he. Der Groovechor aus Hamburg, Martin, ganz kurz auf meine Seite. Ich habe es erlebt eben vor der Halle, ihr habt ganz schön mitgetanzt, gegroovt bei den anderen schon, um euch locker zu machen. War Nervosität da oder ist das, ihr spielt ja jede Menge Konzerte, für euch ein Auftritt heute wie jeder andere? Nein, auf keinen Fall ist das heute ein Auftritt wie jeder andere. Ja, es wird schon aufregend, wenn das Fernsehen plötzlich dabei ist. Ich glaube, für uns als Fernsehmacher ist es viel aufregender, euch mal zu erleben, denn was hier an Energie rüberkommt, das ist sagenhaft. Der liebe Gott hat es ja so gemacht, im Tierreich, da sind ja die Männchen schöner als die Weibchen. Den Fehler hat er dann bei den Menschen nachher korrigiert, wie ich sehen kann. Es ist auch eine wunderschöne Truppe. Es ist eine ganz junge Truppe, die ihr da habt. Eigentlich ist das Alter relativ gemischt, aber ich glaube, dass diese Freude und diese Bewegung den Eindruck erweckt, als wären wir jung. Ist es schwer, Nachwuchs zu kriegen für die Truppe? Es ist sehr schwer, wir suchen noch Männerstimmen. Bitte kommt zu unserem Chor. Wenn Sie es zu Hause gehört haben, im Raum Hamburg, das ist der Mann, der Sie dann gerne in die Arme nimmt. Vielen Dank an euch, tolle Leistung. Revelation! So, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie hatten hier in Bochum bis jetzt einen ganz schönen Abend und haben die hier oben erlebt. Jetzt müssen Sie ein bisschen arbeiten, denn jetzt kommt es auf Sie an. Sie hier im Saal müssen bitte jetzt alle Ihre Handys rausholen. Sie entscheiden darüber, wer diesen Preis, den Gospel Award 2004, gewinnen wird. Sind es diese Sänger aus Hamburg? Sind es die Einzelinterpreten, die wir gehört haben? Jetzt kommt es auf Sie an. Nur Sie hier im Saal entscheiden, wer den Preis mitnimmt. Für Sie zu Hause, ganz, ganz wichtig, bitte zu Hause nicht mitvoten. Sie können zu Hause mit Ihrem Handy vielleicht jetzt irgendjemand mal anrufen und sagen, schalt mal um auf RTL oder auf Bibel TV, da läuft eine Riesensendung. Aber Sie können zu Hause nicht mitvoten. Nur Sie im Saal entscheiden darüber, wer jetzt hier gewinnen wird. Für den Groovechor Gospel Nummer 1. Musik.
Revelation, Gospel Nummer 1, wenn Sie für die Truppe aus Hamburg sind. Wenn Sie sagen, Felicia Taylor, das war mein Favorit, hier ist nochmal Felicia Taylor. Und dann Gospel Nummer 2. Celebration war der Titel von Felicia. Die Gospel Messengers waren Gospel Nummer 3 für Sie jetzt auf Ihrem Handy. Die Gospel Messengers. Come to praise him, the Gospel Messengers. Wenn Sie die haben wollen, Gospel Nummer 3. Und Gospel Nummer 4 für the White Gospel Movement, Gospel Nummer 4. Joshua fit the Battle of Jericho und Betty Heller steht für Gospel Nummer 5. Betty Heller. Der Titel von Betty Heller und ganz am Anfang, Sie erinnern sich noch, so ging's los beim Gospel Award 2004 mit His Voice. Das sind unsere 6 Kandidaten für Sie, meine Damen und Herren. Groovecore, Felicia Taylor, Gospel Messengers, White Gospel Movement, Project, Betty Heller und His Voice. Sie haben jetzt noch 3 Minuten Zeit, um noch einmal abzustimmen. Legen Sie das Handy eine Sekunde in Schoß, damit Sie die Hände frei haben, um dem einen richtig großen Applaus zu geben. Für unsere Gospel Award Band, meine Damen und Herren. Unter der Leitung von Dirk Benner am Keyboard. Klavier und Keyboard Hanjo Gäbler. An der Gitarre Frieda Joost. Der Mann mit den zarten Fingern, er zupft den Bass. Matthias Gräb. Und an den Drums Sebastian Kasper, die Gospel Award Band. We'll be right back.
Die Gospel Award Band, wenn Sie noch abstimmen hier im Saal in Bochum. Sie haben noch 2-3 Minuten Zeit und dann schließen wir dieses Voting. Dann haben Sie sich entschieden, wer diesen Preis, den Gospel Award 2004, zum ersten Mal gewinnt. Und wir haben Ihnen eben eine Frau vorgestellt, die wollen wir nicht nur in der Jury sehen und hören, die wollen wir auch singen hören. Freuen Sie sich noch einmal auf Deborah Woodson. Hi, Deborah, how are you? Okay, alles klar. Deborah ist eine Frau, die sehr viel Wert auf schöne Kleider legt. Meine Damen und Herren, wie gefällt uns Deborah so? Danke. Deborah, wir werden dich gleich auch singen hören. Wir freuen uns alle hier sehr, sehr darauf. Eine Frage, die ich mich auch schon bei der Jury irgendwie mal wieder gefragt habe, ist, du bist jemand, du kommst natürlich aus dem Mutterland des Gospels. Ist es überhaupt möglich, für weiße Stimmen so eine Tiefe in diese Gospelmusik zu legen, wie das die Afroamerikaner können? Ich glaube, dass alles ist möglich, wenn die weiße Person hat eine tiefe Glaubnis an Gott, dann ist alles möglich. Gospel ist ja nicht nur was man mit der Stimme singt, das singt man mit dem Herzen, das singt man mit dem Körper, das singt man mit dem Glauben. Du hast angefangen mit 3 Jahren? 2. 2 Jahre schon. Mein Vater und Großvater waren beide Baptist-Priesten und meine Großmutter hat mir bei den Händen, wir sind zusammen in die Kirche gegangen und habe ich angefangen zu singen. Da liegen wir noch im Gospel. Kinderwagen. Da singt ihr schon Gospel. Sensationell. Yeah, yeah. Deborah Woodson, wir werden jetzt etwas hören. Was hören wir von dir, Deborah? His Eyes on the Sparrow. Wir freuen uns auf Deborah Woodson. Dankeschön. Der Vote ist zu Ende. Wir werten das Ergebnis aus und freuen uns auf Deborah Woodson. Deborah. Dankeschön. Should the shadows come? Why should my heart be lonely and long for heaven?
watches, and I know He watches, and I know. Deborah, stay with us here. Deborah, Martin Luther King hat mal gesagt, ich möchte der Bruder der Weißen sein und nicht der Schwager. Wenn wir dich heute hören, glaube ich, wollen wir alle Brüder und Schwestern von Deborah Woodson sein. Danke sehr. Ich bedanke mich. So, Deborah, jetzt wird's langsam ernst. Hast du eine Ahnung, wer es sein könnte? Dein Tipp? Denn ich weiß, das Voting ist abgeschlossen. Das Ergebnis ist schon im Saal hier in Bochum. Ja, ich habe eine Idee. Jetzt wird einer von den sechs. That's so lovely, Deborah. Deborah, wir freuen uns jetzt, mit dir das erleben zu dürfen, wer dabei ist. Vorher gibt es eine ganze Reihe von Menschen, die wir Ihnen ganz kurz noch vorstellen wollen. Denn so ein Ereignis wie heute, das ist natürlich ganz, ganz viel Arbeit. Und am Ende steckt diese Arbeit dann in einem Kuvert mit dem Sieger. Vorher wollen wir Ihnen die Menschen noch mal ganz kurz vorstellen, die dafür gesorgt haben, dass das heute Abend hier so stattfinden kann. Und ich würde mich freuen, wenn Sie sie ganz, ganz herzlich begrüßen würden hier im Ruhrkongress in Bochum. Wir freuen uns auf Pfarrer Bernd Merz, dem Rundfunkbeauftragten der Evangelischen Kirche in Deutschland. Auf Pfarrer Dietmar Hick von der Fernseharbeit der Deutschen Bischofskonferenz. Einen ganz besonderen Dank an Günther Bitzer, er ist Direktor von World Vision. Dank an Pfarrer Fritz Penseroth, der evangelische Senderbeauftragte für das Privatfernsehen. Dank an Birgit Winterhoff, Pfarrerin der Evangelischen Kirche von Westfalen. An Henning Röhl, den Geschäftsführer von Bibel TV. An Martin Babelbord. Und Ralf Rathmann von der Kreativen Kirche in Witten. Vielen Dank auch an Gerd Knuth von Neuseeland TV. Und vielen Dank an unsere Jury, die ich jetzt nochmal zu uns bitten darf. Wenn die Jury jetzt bitte zu denen geht, für die Sie sich hier ins Zeug gelegt haben. Denn jetzt wird's spannend. Jetzt kommt er, der ominöse Umschlag. Alles, was da drin steht, dafür sind Sie verantwortlich. Sie haben das entschieden. Hier kommt in einem Umschlag jede Menge Emotion. Hier kommt der Sieger des Gospel Awards 2004. Der Gospel Award 2004.
Vielen Dank auch an die Marianne, die seit Monaten nichts anderes macht, als mit dem Gospel Award beschäftigt zu sein. Vielen Dank, Marianne. So, und ich habe die Ehre, Ihnen jetzt verkünden zu dürfen, wer den ersten Gospel Award in Deutschland in Empfang nehmen wird. Den Gospel Award 2004. Das haben Sie entschieden. Und der Gospel Award 2004 geht an Felicia Taylor. Wo ist sie? Felicia Taylor. Und hier kommt er aus den Händen von Bernd Merz. Felicia, your trophy, Felicia, thank you so much. And ich denke, it's a little heavy, nicht ganz leicht. Wir möchten dir diesen Award von ganzem Herzen überreichen mit einem Dankeschön. Ein Dankeschön dafür, dass du den Glauben so lebendig machst, dass du ihn über die Kirchenmauern hinausträgst, dahin, wo die Menschen sind, ihnen Hoffnung gibst und ihnen Zuversicht gibst. Und das gilt, der Dietmar und ich sind ja Pfarrer und wir haben immer alle im Blick. Und deswegen gilt das eigentlich für euch alle. Und Felicia freut sich, ihr seid hoffentlich nicht enttäuscht. Ihr habt alle dazu beigetragen, etwas von der Botschaft, von der Hoffnung in diese Welt zu tragen. Und wir können versprechen heute Abend, dass wir mit dem Award und der Förderung des Gospel weitermachen. Und wenn ich eins noch sagen darf. Sehr gerne. Wir haben natürlich auch einen Traum und eine Vision. Das heißt, RTL wird eines Tages der Gospelsender in Europa sein. Dankeschön. Ich kann Ihnen eins versichern, bei RTL, da ist alles möglich. Das Schöne ist, Sie können sich auch ein bisschen was möglich machen, Felicia, denn es gibt einen wunderschönen Preis, der ist natürlich viel mehr wert als so ein bisschen blödes Geld, aber 5000 Euro sind auch nicht schlecht, oder? Es ist wunderbar. Vielen, vielen, vielen Dank. Dietmar Heck hat diesen Scheck für Sie. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute. Thank you so much. So, und den Scheck nehmen wir mal ab, ganz kurz, ich halte ihn fest. Das Schöne ist, wir haben von Anfang an hier gesagt, bei diesem Gospel Award, wir alle singen nicht gegeneinander, wir singen miteinander. Und ich glaube, das ist ganz gut rübergekommen, oder? Felicia, wo ist Ihre Patin? Da ist sie. Deborah Woodson, tragende Rolle bitte nochmal. Wir müssen das mal nochmal ganz kurz hier rübergeben. So, jetzt wollen wir aber, bevor wir das Siegerlied hören, Felicia noch mal ganz kurz hören. Gab es vergleichbare Momente in Ihrem Leben? Als ich meinen Mann geheiratet hat. Felicia? Ja? Wenn Sie dann mal silberne oder goldene Hochzeit feiern, wir kommen alle, oder? Es ist schon so, fast. Also wir sind schon, was ist 26 Jahre verheiratet. Ist er hier? Ja, der Ken ist da. Ken. Wo ist er? Ken. Ken Taylor over there. Da müsst ihr mal schnell eine Kamera hinschicken. Warte mal, da ist meine zwei Söhne. Kommt hoch, die Jungs, kommt hoch. Hier sind die Söhne von Felicia. Kommt hoch, jetzt kommt hoch hier. Die Söhne von Felicia.
So, Felicia. Und irgendwo haben wir noch das Mikrofon für Felicia. Denn jetzt müssen wir natürlich, Felicia, ein bisschen was dafür tun. Für diesen Preis. Da vorne liegt ein Mikrofon, das brauchen wir nochmal, denn wir hören jetzt noch einmal, hier brauchen wir das Mikrofon, Felicia Taylor mit Alex. Dem Siegerlied. Alex, hier ist Sven. Ihr das Gospel Award 2004, Felicia Taylor. Vertrauen! Yeah! Dankeschön! Everybody, I tell you the truth. This song is really for our world. This song is really how I see our world. And before I wanted to sing the song here, I was thinking, should I sing it in German? I wasn't sure, because I just wanted everybody to understand everything that I said. And I'm so happy that you did. Because I didn't have to sing it in German. Okay. But please sing with me now, okay? The glory of a world celebration. Come, lift up your hands. We'll make a vow to unite every nation, every man, every woman, and every child in Sudan. We are the world, each a part of each other. With the trees, there's the seas, and that high sky. The glory of living, the act of forgiving, together will light up our eyes and make us happy. Lord, I thank you for a new constellation. Come, just in my heart, you're showing me the way to the heart of your nation. So be the one we all understand. You know why? 'Cause you are the world. You're the lead and you're the maker, the reason for living. And I swallow my pride. Your word is my answer. It's all that I'm saying, 'cause you're into the very core. You see, we are the world, each a part of each other, with the trees and the seas and the high sky, the glory of living.
so much. So, oh, thank you. Thank you. Oh, Ken. Ken, I won. The beloved husband, das ist der Ehemann. Ken Taylor. He's a musician, he's a bass player. Yeah. Felicia Taylor mit Celebration. Günther Bitzer, kommen Sie noch mal ganz kurz zu mir. Bitte. Auch eine neue Erfahrung für World Vision, so eine Veranstaltung mal zu machen. Was heißt das für 2005? Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass es auch einen Gospel-Wettbewerb 2005 geben wird und auch eine Gospel-Award-Verleihung 2005. Also da freuen wir uns drauf. Und wenn Sie hier im Saal sagen, da könnte ich im nächsten Jahr auch vielleicht hier oben stehen, bewerben Sie sich. Und wenn Sie zu Hause sagen, Gospel, das ist Musik, die bringt mich dem da oben wirklich ein Stückchen näher. Vielleicht sind Sie auch dann beim nächsten Mal dabei. Wir wünschen Ihnen allen noch hier einen richtig fröhlichen Tag. Und wir möchten mit Ihnen zusammen hier in Bochum singen. Zum Abschluss des Gospel Awards 2004. Vielen Dank nochmal an alle Teilnehmer. Und an Felicia Taylor unseren herzlichen Glückwunsch, Celebration. Ich glaube, das wird eine ganz, ganz wilde Celebration heute noch im Hause Taylor. Jetzt brauchen wir Sie. Vielen Dank an Sie zu Hause. Ihnen noch einen schönen Abend und singen Sie mit uns. Machen Sie den Fernseher einfach ein bisschen lauter. Hier kommt für Sie zum Abschluss des Gospel Awards 2004. Oh, happy!
bedeutet oh schöner Tag. Und heute Abend ist ein schöner Abend, oder? In the name of Jesus Christ, let me hear you say yeah! Yeah! Cause he's giving you your happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Kostenlose Bibel-TV-Programme